Frodo, du bist ja hier in Reichenbach im Park der Generation so eine Art Maskottchen, oder? Bekannt wie ein bunter Hund, so bunt bald wie die Mitz. Die ist zwar einfarbig bald, aber... Und was machst du da so den ganzen Tag im Park? Ich tue hier nur ehrenamtlich mithelfen, weil mir Spaß macht. Wie eine Art vererbt, und weil ich genau daneben wohne und mache halt ein bisschen Nachbarschaftshilfe. Und auf Abruf werde ich geholt. Ist egal, ob ich mal kurz vorm Einschlafen bin oder wach bin. Okay. Und Bodo, was bekommst du dafür oder von was lebst du eigentlich? Ich habe Hartz IV, aber zurzeit eine Maßnahme. Was ist das für eine Maßnahme? Kannst du uns das mal erklären? Ne, für 1,75 Euro. Für wie viele Stunden? 20 Stunden der Woche. Was hältst du davon? Ja, auf der einen Seite, es macht relativ Spaß. Da trifft man immer wieder gute Bekannte, man macht sein Zeug und da kann man halt auch noch einiges miterleben. Und anderen mithelfen macht doch Spaß. Bodo, jetzt komm, sag mal, was du wirklich von den 1,75 Euro Job hältst. Stellenweise ungerecht bezahlt. Das wollte ich hören. Aber auf der anderen Seite, man kriegt ja noch Hartz IV. Und wenn man das dann wieder auf den Stundenlohn aufrechnet, könnte man also noch ein bisschen mehr als 1,50 dazu verdienen eigentlich. Ja, jetzt verstehe ich. Ach so. Du siehst es also positiv. Halbe, halbe. Okay. Aber wenn man das sieht, den Stundenlohn dann mit dem Hartz IV zusammen, kann man akzeptieren, da darf man nicht meckern. Bodo, du wohnst ja gleich am Park. Was beobachtest du da so? Ja, manchmal, da fällt halt mal ein Kind in den Bach und so weiter, da kann man schon schön lachen. Echt? Wenn die dann anfangen zu heulen. Ne? Aber wenn man in der Nähe ist, manchmal habe ich ja hier auch mal vor ein paar Gummimänneln da, ein kleines Trostpflaster, dann lachen die schon wieder. Bodo, aktuelles Thema. Was sagst du dazu, dass muslimische Frauen in Schwimmbädern mit ihren Burkas ins Wasser dürfen? Das ist doch Schwachsinn. Warum? Beim Schwimmen, wie schwer werden dann die Burka? Die saugt sich ja voll und dann blubbern die ja ab. Naja. Ist es so. Okay. Sollen sie normale Badeanzüge oder so anziehen und fertig? Übrigens, Bodo, wer ist denn da dein kleiner Freund rechts auf dem Tisch? Ach ne, das ist eine kleine Unterhaltung vor den Kindern. Die lachen dann manchmal schön, das ist dann manchmal ein kleiner Zeitvertreib, was zu den kleinen Kindern Spaß macht, da kriegen die noch eine Gummimänne und so. Und da tue ich die dann manchmal rausstellen. Ja, und was kann sie so? Die kann dir alles nachblabbern. Oder? Nicht, red richtig, du Vogel. Bodo. Thema Handymanie? Das ist doch Schwachsinn. Die denken immer, die sei wichtig. Das sagen die, ich laufe hier gerade mal, ich mache hier ein paar Schritte lang, ich bin hier und... Das ist doch Quatsch. Warum? Für was sind denn die Handys verboten? Erfunden worden. Für Geschäftsleute, damit die so schneller kommunizieren können und so. Und dann ging das allgemein über. Wieso hatten die Geschäftsleute... Ne, nach der Wende kamen die ja nicht auf, hier so den Koffer. Und sei rumgelassen. Was denkst du eigentlich über Leute, die du siehst und die über die Straße laufen und nicht nach vorne, sondern nur nach unten schauen? Ganz großer Schwachsinn, die lernen es aber nie. Ich hab's auch schon erlebt, die sind hier gegen Laternenmast geknallt. Haha, soll vorkommen. Sind so lang gelaufen mit einem Doing und dann haben sie sich noch gewundert. Naja, ist mir auch schon, naja, ist egal. Oder so die kleinen Kinder, die sind hier schon durchgelaufen. Du warst Tablet größer als das Kind. Naja, die Natur anschauen ist langweilig. Nur um ein paar Viecher zu suchen übers Tablet. Okay. Die kennst du, die Viecher. Ich will zu keine Werbung machen. Ach, du meinst Pokémon Go? Naja, das machen aber nicht nur Kinder, oder? Oh, von so bis Rentner. Da rammeln die rum, da kannst du dich hinstellen, die überrennen dich. So abgelenkt sei die. Naja, und was denkst du darüber? Da kann man manchmal schön lachen.
wenn man da so zuguckt, das macht mehr Spaß, als aufs Handy zu gucken. Ach, du guckst auch aufs Handy. Erwischt. Mein Handy ist weit über 10 Jahre alt. Na, dann zeig mal her, deine alten Knochen. Ich darf keine Werbung machen. Ach, jetzt komm, zeig her. Und das war dann hochmodern mal. Na, völlig ausreichend. Das reicht mir. Ich bin erreichbar. Halt's mal. Und ich kann dann einmal jemanden anrufen und so und dann ist gut. Bodo, was macht dich denn sonst noch so aus? Ich guck nicht weg, wenn jemand Panne hat oder irgendwas da Hilfe braucht, guck ich nicht weg. Ich lass zu Hause alles liegen und helf erstmal anderen. Mehr Einzelheiten, Bodo. Diese Woche musste ich mal ADAC spielen da hier. Eine Rollstuhlfahrerin ist vorne das Rad weggebrochen, hat einen Bolzen weggeschert. Habe ich mich um einen zweiten Rollstuhl gekümmert, weil das ein Privatrollstuhl ist. Bin ich heimgelaufen, habe Material geholt und habe erstmal notdürftig den Rollstuhl wieder gebaut. Als wie eine Art Heimbringer. Schön, die meisten schauen ja eigentlich lieber weg. Das ist doch der Fehler. Das ist ein ganz großer Schwachsinn. Aber wer ist selber passiert einem was und ihm wird nicht geholfen? Süße ist das. Dann schimpfen sie. Dann ist es Geheule groß. Was würdest du den Menschen, die das gerade sehen, gerne sagen? Ich würde mir sagen, alle sollten nicht wegschauen. Und alle Ausländer seien nicht schlecht. Es gibt solche und solche, genauso mit den Deutschen. Manche Ausländer können sich besser benehmen als die Deutschen. So sehe ich das. Bodo, jetzt nochmal die Abschlussansprache ans Volk. Grüße vom Volk der Generationen. Und ihr könnt auch gerne mal ein Eis her zum Essen kommen. Wow.